Video und heute gibt es ein ganz besonderes Game, Babysitter Bloodbath. Ich spiele das mit meiner lieben Ruby, die kenne ich seit 26 Jahren. Wir haben zusammen angefangen zu zocken, meine ersten Hauptkanalvideos sind auch mit ihr zusammen. Und das ist zum Beispiel so eine Art Horror-Game wie zum Beispiel Power Drill Massacre, ist von den gleichen Machern. Das traue ich mich nicht allein zu spielen, deswegen darfst du heute mitspielen. Und wie gesagt, die Woche wird ein bisschen horrorlastiger, aber geil. Deswegen schreibt weitere Horror-Games rein. Wir werden auch noch zusammen Project Zero durchspielen, den neuen Teil, weil da haben wir auch alle alten Teile zusammen durchgespielt. Das wird nice. Und ich würde sagen, du darfst jetzt gerne spielen und drück nicht ESC, sonst stürzt das Spiel ab. Empfehlt gerne weitere Games, das Daumen nach oben da. Mein Chat sagt euch auch, wie der wunderbar ist. Hallo! Deswegen gerne auf www.twitch.tv/live vorbeischauen. So. So. Neues Game, wir haben noch kein eigenes. Möchtest du noch was, sollen wir noch was zu der Hörnchengeschichte sagen? Nee, nicht auf dem Zweikampf. Mikro in die Mitte, bitte. Ja, du musst halt immer, das muss sehr nah an dir dran sein, was das bin ich sehr leise. Also du machst einfach das, was getan werden genau, muss. Genau, also das Mikro muss halt eigentlich so bleiben. Beim Spielen ist es bei mir auch immer so, weil sonst hört man mich, glaube ich, gar nicht mehr. So, wir sind Babysitter. Hey Sarah, wir sind so froh, dich zu sehen und dass du jetzt kommst, obwohl es so spontan war. Ich kann mich schon bewegen. Nein, ich möchte nicht. Rasierzeiten auf null. Ich will das nicht, ich gehe wieder. E drücken. E? Oder Leertaste. Oder irgendwas. Lass mich deine Jacke nehmen. Oder deinen Mantel oder was auch immer. Code. Hi Sarah, wir sind so glücklich zu sehen und wir tun es die ganze Zeit immer wiederholen. Nein, nein, nein. Ach so, das ist der nächste Tag, oder? Nee, oder? Wir sagen schon wieder das Gleiche. Ganz komisch. Da hinten rennt schon das Kind so ein bisschen hysterisch durch die Gegend und spielen die vielleicht Fang? Billy freut sich sehr, dich zu sehen, das Kind im Hintergrund. Ja, das ist mega excited, ich habe auch richtig Lust. Kein Problem, Mr. Johnson. Bevor wir gehen, hast du noch Fragen? Wo ist der Ausgang? Wie kann ich dich erreichen? Werde ich jetzt direkt bezahlt? Du musst auswählen unten, glaube ich. Oh ja. Du wirst das Erste machen, oder? Wie kann ich dich erreichen? Oder willst du direkt bezahlt werden? Na, ich will halt jetzt das Geld. Nein. Ja, dann drück's. Nein. Wie kann ich dich erreichen, wenn das Kind spinnt? Ah, ich werde dir meine Nummer schreiben. Müssen wir die jetzt wirklich aufschreiben? Nee. Sicher? Nicht, ja. 55578, aber ich fotografiere es mal ab. Ja, ach, der Chat macht das. Ich wollte gerade sagen, ne, der Chat der kann Chat sich das ist merken. Die, die schreiben es uns rein, wenn wir es brauchen. Ihr seid einfach so schlau, okay. Ja, Lea. Und sonst noch was? welche Zeit soll ich Billy ins Bett bringen? Oder do you have a long distance? Also seid ihr weit weg? Ah, okay. Glaube ich. Ja, also, do you have a long distance? Muss gemeint sein. Nein, nein, nein. Also, how many inches? Wann darf Billy ins Bettchen gebracht werden? Ach, keine Sorge. Er nimmt seine eigene Bettzeit. Das ist super. Das ist nicht super. Kann ja, das Kind gar nicht abschalten, wenn es sich nervt. Also feel free to do whatever he says. Also fühl dich frei, alles zu machen, was er tut. Das ist schon so ein richtiges, verwöhntes Kind. Ne? Mhm. Habe ich eigentlich Mundgeruch? Was? Mundgeruch hab. Ich meinte, wie bitte? Hab ich? Nein. Gut. Nee, weil ich rede in deine Runde nicht, dass ich irgendwie Mundgeruch habe, du sagst mir nur nichts. Ach Gott, ihr nein. Also, genau. Genau. Whatever he says, okay. Wir müssen gehen. Viel Spaß. Talk when we get back. Wir reden, wenn wir zurück sind. Okay. Ja, die Gesichter sind schon echt gut gemacht. Ja, ich finde ja generell die Grafik. Das ist super. Darf ich laufen? Ja, jetzt darfst du. Oh. Und schöne Figuren. Also. Du fühlst es richtig. Ich halte die Seiten auf null, bin ich ja. Oh, Junge, Junge. Das ist so. Vor allem. Du merkst schon, die Lenkung ist mit Absicht schwer und umgekehrt, weil war ja damals auch bei Power Drill Massacre so, das soll es ja erschweren, wenn du flüchtest. Damit du noch mehr in Panik gerätst und Escape drückst. Ne? Ja. Aber das machen wir nicht. Deswegen gewöhnt dich schon mal was dran. Was ist das für ein tolles Bild? Ich finde das Sofa voll geil. Wie groß ist das eigentlich? Stimmt. Billy, komm mal her. Komm her. Auf E kannst du auch nicht mit dem drücken, mit dem ist reden, das? Oder?
Oh, oh, geil. Oh, guck Ja, mal da oben. Ist da irgendwo das noch ist was ja geleuchtet? schön. Kannst du da dann auch. Ach, du kannst. Wie hast denn du das gemacht? Rechte, also Ah, Rechtsklick. cool. Da kannst du ja genau die Sachen anschauen. Das ist schön, aber ich kann nicht laufen, also ich Das kann kann dir auch nur. später das Leben retten, wenn du zum Beispiel in den Gang guckst und siehst, dass da aber jemand steht und Oh. nicht einfach hingehen. Okay. Also ich finde ja diese Spielsachen auch echt toll. This Ist is schön. pretty satisfying. Ah, ich kann da schon dann hin. Genau, da kannst du schon lotsen. Lode. Hinloge. Lode mal Ja, gucke im mal. Schwabelente lode mal. Okay. Okay, lecker. Zigarette wird Weg. geraucht. Gut. Okay, ich glaube, du kannst dann mal Pferde, die Räume Horses. durchqueren. Ich weiß auch gar nicht, was die Aufgabe ist, aber ich glaube, das Kind will was essen, oder? Das wäre so das Erste, was ich sagen würde, was man Würdest du macht. sagen? Also ich habe das Gefühl, der will walken gehen. Nee, ich glaube, der will essen. Guck dich mal um. Mal so ein bisschen die Gegend. Jetzt musst du, glaube ich, auch noch nicht so umgucken. Ich glaube, da kommt ja Ja, nichts. ja. Das hier noch Aber ich glaube, es vielleicht. wird auf jeden Fall ätzend werden, Okay. definitiv. Ist das der Ausgang? Nee, das ist Doch. irgendwas zum Glubschen, oder? Und kann man, also, Auf was? E kannst du, glaube ich, etwas öffnen, oder? Ist es so? Da kann ich sagen. Auf E mache Wie ich doof ist denn das? den Aber Walker. es muss irgendwo eine Taste geben, mit der du interagieren kannst. Das ist eigentlich wichtig. Ja, also vorhin war es ja einfach klicken, Ach ne? so, ja, dann. Okay. Vielleicht klicken. Dann Okay. geh mal weiter, wenn wir schon irgendwas finden, was wir Ich aufheben wollte da ja müssen. jetzt durch. Gut. Also, wir gehen jetzt mal da rein. Ja. Da, wo der immer Da hergerannt kann man, kommt. glaube ich, nichts machen mit dem. Die Tür vielleicht? Geht die auf? Perhaps. Okay, lauf Nee. mal weiter. Aber meine Boobies sehen DIN gerade A4 interessant Brüste. aus. Sieht ein bisschen aus wie bei Roblox, DIN oder? A4 Brüste. Mein Das Gott, war was ich, war sorry. Das das? war mein Feuerlöscher. Also der Junge ist komisch. Und ich. Oh mein Gott. Was war das? Guck mal da den dunklen Bereich, Flur da an. Da hat es doch das Geräusch hergegeben. Ja. Genau, da lauft er mal hin. Aber Nee. das ist. Okay, dann gehen wir in die Küche. Vor allem, da sind zwei Deadshot. Das sieht aus wie ein Geist. Ist Hast du das? dahin Nein, das ist gedatscht? mein Bildschirm. Okay. Du hast gesagt, er hat Hunger, Glaube vielleicht. ich, oder? Gucken, ob du da irgendwas drücken kannst. Oh, Hacker. Kannst du E oder so drücken oder Ja, mit E irgendwas? mache ich ja diesen Ah, Telefon. Guck Walk mal, beim Telefon hier. können wir Okay. ja gucken, wie du was interagierst. E oder Leertaste bestimmt. Oh, du bist Leertaste, okay. gut. Gut. Wir rufen, sollen wir die schon mal anrufen? Können wir die schon anrufen? 555 7 Also halt, stopp. Ich muss erst kurz wieder raus. wieder auf Leertaste, glaube ich. Also nicht Escape, oder? Ey, wenn wir jetzt. Nobody picked up. Okay. Also nochmal Nochmal. Leertaste 555 7 8 9 8. Frank's Chateau. Möchten Sie irgendeine Reservierung machen? Wieder Leertaste. Ja oder nein? Nein. Okay, kann ich zu Linda und Jen Linda Jensen sprechen? Die Mutter. Einen Moment bitte. Please hold the line. Also tut mir leid, aber Sie können sie nicht erreichen. Tschüss, okay, also die brauchen wir gar nicht anrufen. Ach so, sie sind noch nicht da. Ah, okay. Ja, aber es ist ja eigentlich klar. Aber Ja. es war ja gut. Die Nummer ist zumindest die richtige. Okay, also muss eigentlich jetzt überall an der Tür Leertaste Okay, drücken. perfekt. Das ist Das eigentlich mit so. Leertaste, das war gerade ganz komisch. Will you check the Die cereal Cereal Box, ja, das box? Kind will essen, ja. Wissen wir ja nicht, Doch, oder? es will bestimmt essen. Oh Das Gott, da hinten, stimmt. siehst du den da hinten? Da ist er noch. Ja, voll Okay, also gruselig. yes. Cornflakes. Hä? Wieso ist das jetzt angegangen? Weil du die damit anbringst. Ist der gerade größer geworden? Nein, oder Nein! ich bilde mir komische Sachen ein. Einiges Geschirr im In der Spüler. Spüle, ne? Guck Das mal liebe beim ich Topf, ja. ob du da irgendwas machen kannst. Oh. Leertaste. Ich glaube, du musst tatsächlich einfach an den Tisch gehen, weil du hast jetzt ja die Cereal Box. Vielleicht kannst du jetzt auch da Leertaste mal drücken. Da kam Da. dieses komische Geräusch. Sieht so aus, als ob das die Tür zum Keller ist. Oh no. Sehr schön. Keller ist immer super. Open, Open it. öffnen. Oh Oh mein Gott, bist du sicher, yeah, dass du jetzt. ja, Ist es ja. verschlossen? Okay, Ah, ist schade. verschlossen. Hey, ich war voll ready. Geh mal ins Esszimmer. Ich glaube, dass man da dem jetzt irgendwie Cerealien geben muss. Wo auch immer das ist. Okay, also sie bewundert den Mülleimer und das Die finde ich Community auf schön. jeden Fall mehr Angst vom Kind als von sonst irgendwas. Ich Ja, auch. aber das Kind ist auch strange, also anders strange. Sie wünschte, sie hätte was zum Wegwerfen.
Möchtest du jetzt was wegwerfen? Dein Gesicht. Ja, meine Nase. Oh, okay. Junge, was willst du? Geh mal Oh, da rein. das ist schön dunkel. Oh mein Gott. Oh, das ist schon Ach, sehr sein dunkel. Spielzimmer, oder? Ist Ich das sein weiß Kinderzimmer? nicht, ich hätte gern Licht. Oh Gott. Mal da Leertaste. Oh, leco mio. Oh, Radio. Radio. Radio ist gut. Anmachen, yes. Oh Gott! Ah, hier muss man hin. Hier ist ja der Dining Room, oder? Da wird ja auch Schön. gegessen. Das heißt, man muss irgendwie Licht anmachen. Nochmal kippen. Kannst du die irgendwie nehmen? Nein. Oh nein. Wir gehen jetzt zum Radio hin, sonst hört man es nicht. Schnell zurück zum Radio in die Ecke, schnell. Ich komme nicht mehr zurück. Haben wir es verpasst. Mach mal Radio aus. Also. Ich glaube, dass wir später jeden Sound brauchen, den wir hören können. Ich war weiter links. Also, uns wurde gerade mitgeteilt. Auch mal weiter von aus. Zu uns. Komm nicht mehr. Also, mal zu uns genau und dann da hinten in der Ecke was. Ja, mach's aus. Weil ich glaube, das ist zu laut. Das müsste machen. Ist noch an. Ja. Also, wir haben gerade erfahren, dass es einen Killer gibt. Oder einen Psychopathen, der aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, dem man nicht trauen soll. Und ich glaube, der wird uns besuchen. So. Okay. Dann gehen wir mal gucken. Aber ich hätte echt gerne Licht in ich glaub, diesem Raum. Ich glaube, das ist wurscht. Ich glaube, wir Okay. müssen tatsächlich das Offensichtliche machen. Ich bin auch gerne im Backseat-Gaming unterwegs. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was wir machen müssen, haut's gern rein. I wanted the furniture as Jackie as the couch. Okay. Also, wir haben jetzt Cerealien. Kannst du vielleicht aufs Kind klicken? Turn the TV on. Ich will jetzt hier Gucken. im TV diesen Power-Button appeared to be Psychopathen sehen. broke. Okay, also der Knopf geht nicht. Aber guck mal, es ist komisch, dass die Lichter dann immer wieder angehen. Also diese Kerzen oder so. Also, Tür machen wir auf keinen Fall auf. Doch. Also, wir müssen irgendwie Geht gucken, ob du nicht. das Kind anklicken kannst wegen den Cerealien. Ich glaube, dass wir das tatsächlich machen müssen. Billy heißt er, oder? Billy, komm her. Einfach die Route, wo er mal langrennt und dann abfangen. Ja. Hier hinstellen. Vielleicht können wir es ihm geben. Komm her, Billy. Bin bereit. Oh. Ja, okay. Hast du quasi die Fernbedienung gefunden? Ach Ach, die holt er so. jetzt. Nee, er hat uns gefragt, ob wir die Fernbedienung gefunden haben. Komm her, Billy, komm So, her. ah, dann müssen wir die wahrscheinlich finden, Der will oder? die Fernbedienung. Die Steuerung ist sehr schwer, weil die ist umgekehrt, deswegen wundert euch nicht. Die Steuerung ist sehr bescheiden. Gut, dann schauen wir im Schrank. Och, da ist Das bestimmt ist eine aber Fernbedienung. Absicht, damit man halt später nicht so leicht wegrennen kann. Ja. Die Jumpscares in diesen Games sind übrigens hart. Nur mal so. Okay. Ich glaube, dass es irgendwo anders ist. Ich würde nochmal gucken, kannst du irgendwo nach oben gehen? Schauen mal. Zu Waren wir hier uns schon? da waren wir ja schon drin. Das Billy, stopp. Billy, stopp. Wird ja wohl nicht sein. Kühlschrank vielleicht? Ja. Drück mal drauf. Ist wieder auf Leertaste. Ja. Ach so, wir müssen tatsächlich die Cerealien machen jetzt Ach, erstmal, ne? Dann geh Gottchen. nochmal. Okay. Okay. Nochmal zurückgehen zum Kochfeld. Ich glaube, da kannst du das jetzt irgendwo vorbereiten, wenn du irgendwo drückst. Aha. Nochmal Ich bin weiter. nicht Zu den hungrig. Tellern da, glaube ich. Mal über Leertaste. Hat sich da gerade was verändert? Nee. Ich habe voll die Hallos. Das wird schon, wenn es losgeht, wirst du es merken. Ja, sie ist jetzt nicht hungrig. Okay. Vielleicht Und. musst du den Billy jetzt fragen. Oder hier mal an den Schrank gehen, an der Seite. Nee. Nee. Da ist Nichts nichts Interessantes. Interessantes. Dann fragen Okay. wir das Kind gleich, der rennt ja gleich wieder vorbei. Billy, komm, ich bin bereit. So. Wir müssen diese Fernbedienung finden. Weiß jemand, wo die Fernbedienung ist? Gut.
Also, können wir auch gar nicht mehr. Guck mal, ob wir noch einen. Wir können die ja fragen, wo die Fernbedienung ist. Ja, probier's mal. 555. Weiter wissen wir nicht. 989, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ah, nee. 7898. 7898. Ihr seid wundervoll. Gucken wir mal, ob die es jetzt vielleicht schon wissen. Mhm. Ja. Nein, achso, nein, keine. So, zu Johnson Linzer, Moment, aha, die sind wahrscheinlich immer noch nicht da. Du. Nee. Müssen wir selber finden. Super, okay. Ich hätte ja gedacht im Müll, aber da ist sie ja nicht. Okay. Dann gut. Lass mal weiter glubschen. Mhm. Da waren wir ja schon drin. Vielleicht geht halt hier irgendwann das Seitenlicht an im Raum links, rechts, wo eigentlich die Schalter sind. Normalerweise, ne? Da vielleicht? Okay, dann will ich nochmal rausgehen, weil ich glaube, der Raum ist zu dunkel. Ich glaube, da kannst du deswegen jetzt noch nichts machen. Halt echt, ja. Schade. Hey, help. Oh, sehr gut, Treppen. Oh, findest du das sehr gut? Ja, weil da oben ist bestimmt was. Okay, ja, hoffentlich die Fernbedienung. Ich glaube so. Ich würde mal geschwind glupschen. Ich glaube, jetzt ist noch nichts da. Wir sind noch ganz am Anfang. Du kannst einfach gehen. Da muss man noch nicht schauen. So. Also, in ein anderes Schlafzimmer, öffne die Tür, ja, wahrscheinlich von den Eltern, oder? Oh. Die versperren ihre Schlafzimmertür, wenn du da bist. Mhm. Die haben was zum, Verstecken. Bestimmt ist hier die Fernbedienung. Aha. Irgendwo. Das wäre auch sinnvoll. Er hat sie mit Absicht versteckt. So, nichts Interessantes hier. Bestimmt irgendwo hier im Schrank oder im Bett. Bitte sag nicht, dass wir uns verstecken können. Nee, geht nichts. Auch mal zu uns. Da war noch das Bett. Aber auch nichts sein, glaube ich. Schade. Ich möchte doch einfach nur diese Fernbedienung. Das ist so ein Anti-Stress. Anti-Stress. Okay. Gut. Kann ich da aber am Fenster irgendwas machen? Ich glaube nicht. Soll das ein Fenster sein, ja, ne? Das sollte eins sein. Okay. Billy, helf uns genau doch mal beim Suchen. Die Tür sieht doch komisch aus. Sie leuchtet doch so. Oh. Nee. Da ist bestimmt jetzt der 100 Pro hier die Fernbedienung, so wie das aufging. Ach, super. Da wird noch nichts sein. Der kommt. Ah, schönes Geräusch. Ich glaube, das ist ein Hinweis, dass hier was ist. Oh, lecko. Es sieht gut aus. Also da ist auf jeden Fall eine Fernbedienung. Glaubst du? Mhm. Hinterm Vorhang. Oh mein Gott. Oder in der Toilette? Ah, das ist auch noch eine gute Idee. Brauch keine Dusche jetzt. Nee, du brauchst eine Fernbedienung. Danke für die ganzen Subs, die lesen wir nachher vor. Was? Der Schrank ist aufgegangen im Kinderzimmer? Was? Nein. Aber guck erstmal im Klo oder im Waschbecken. Das hört sich so an, als würde mich jemand beobachten. Ach so, ja, musst halt die Tür zumachen, ne? Okay. Mach mal. Nochmal geht Waschbecken das? Und so. Dieses Haus hat keine Spiegel. Das ist nicht gut für uns. Das ist komisch. Warum hat niemand Spiegel? Oh. Okay, dann geh nochmal ins Kinderzimmer, wenn da irgendwas aufging. Mhm. Alright. Irgendwie komisch mit diesem. War da vielleicht noch irgendwas? Ah, hier? Da gibt's noch einen Raum. Oh ja, da ist doch eine Fernbedienung. Ja. Also das können wir jetzt merken, da müssen wir ran. Okay. Geh mal in die Tür und machen wir mal alle durch. Wie groß ist denn das Haus? Läuft. Wenn sie immer die Türen öffnet. Ja. Oh Gott. Hier ist bestimmt irgendwo auch wieder. Halt, das könnte eine Fernbedienung sein. Ich finde das halt echt schön, dass es einfach so dunkel ist. Nicht interessant, weil du wirst hier voll beobachtet aus dem Kleiderschrank. Also es ist ganz, ganz komisch manchmal, die Kamera. Flashlight, oh, ja. Oh, yes. Geil, und, aha. Yes. Du Pro, ne? F für Flashlight, okay. das ist schon strange, ne? Dann gucke ich halt zurück, ich starr dich auch an. Aber du kannst sie jetzt nicht öffnen, oder? Oh mein Gott. Wir starren einfach noch. Okay, geh da mal rein. Okay, geh rein, komm, los, trau dich! Yeah, kann ich die auch ausmachen? Okay.
Das sind ganz viele Bilder. Kann das sein? Nein, das Sind das sind Bilder? Klamotten. Klamotten? Was ziehe ich an? Oh, da kommst du ins Kinderzimmer. Okay. Was ist das? Dein Ernst? Guck das dir mal an. Das Ich dachte mir vorhin Klump, schon, dass das wir das noch nicht Klump, angeschaut das haben. keine Ahnung, 10 Meter groß ist, also jetzt übertrieben gesagt. Das ist die Fernbedienung. Vielen Dank. Super. Billy, wir haben die So, Fernbedienung. Fernbedienung war im Jungenzimmer. Okay. Habe ich eigentlich unendlich viel Batterie für die Ich Taschenlampe, für glaube schon, Flashlight? ja. Das musst du die dem geben und ich glaube, dann kann man auch die Cerealien und sowas Ja. So, machen. jetzt geht's los. Falsch. Hier kommt er doch auch vorbei, oder? Ja, aber ich glaube, du musst, glaube ich, vielleicht, ach so, dass du es ihm geben musst. Ja, stimmt. Ich glaube, du musst einfach den Fernseher anmachen, dann ist er glücklich. Du kennst dich mit Kindern aus. Wie Nicht viele Spiele wirklich. hast du schon gespielt? Ich denke mal. Ja, ist sehr gut. Man kann scheinbar auch richtig rennen, Wie bitte? ne? Shift wahrscheinlich. Ja, jetzt ist er da. Telefon. Telefon! So, Wo war aus. das denn Oh. nochmal? Telefon, das ist ja falsch. Mein Gott. War das hier? Da. Hallo? Hallo? Wir sind Okay. tot. Das klang wie so ein Rockstar. Hallo? Okay, wir sind tot. Was die Drohung? Hä? Hey, Sarah. Jill? Du hast mir wirklich Angst gemacht. Hä? Hat sie unsere Leitung gehackt? Okay, du hast doch ins Telefon gemurmelt. So. Bullshit. Phone-Mumbling, ins Telefon gemurmelt. You just called, und wenn du so. Als Wann du hast du gerade eben angerufen? angerufen hast. Du nimmst keine Medikamente mehr? Ups. Ist es die Mutter? Ich Ich habe habe nicht nicht angerufen. angerufen. Ist Ja, Jill die Mutter? ich glaube, Jill ist vielleicht eine Freundin. Mal schauen. Aber es ist sehr beruhigend, dass sie nicht angerufen hat. Ja, ist wirklich sehr beruhigend. Oh, wenn du nicht angerufen hast, wer Wer war es war's dann? dann? Dün, dün, Hey, dün. erinnerst du dich an den Typen von der Mall-Einkaufshalle? Wirst du den anrufen? Ja. Nope. Wow. Oh. Du! Was tust du? Oder was wirst du ihm sagen? Netflix and chill. Aber echt. Film gucken. Ich weiß, ich habe seine Nummer runtergeschrieben, aber ich habe sie in meine Tasche, meine Jacke gelassen. Oh, da Ach bist du so. jetzt quasi, okay. Neue Task. Gehst besser hin und rufst ihn an und danach sagst du mir Bescheid, wie es war. Okay. Oh, noch eine neue Nummer. Achtung, Attention, Attention. 555-8345. Sollen wir sie anrufen? Bitte einmal die GNUs merken. 555-8345. Super. So, jetzt musst du zu deinen Codes gehen. Das ist, wenn du da durch den Gang Ich gehst. wollte halt schon auch kurz gucken, was Bill anschaut. Sollen wir das nicht machen? Gucken, was Bill Das ist ein anguckt? Standbild, glaube ich. Geradeaus. Genau zu uns. War doch noch weiter. Noch weiter, ich glaube, nach links. Genau. Geradeaus. Da war doch dieser. Die Jacken sind da drin. Ich kann es nicht, warte. Gewaltvoller Inhalt. Es läuft auch mega flüssig, ne? Also, es ist gute Qualität. Okay, weiter geht's. So.
genau, hier rein. Mhm. Und dann kannst du dir deine Nummer nehmen. Bis zum Kurz. Ach, suchst du danach? Och Gott, Billy. Hat er die Nummer weggenommen, oder? Jacks Nummer, gib sie zurück. Ach, da musst du es dir holen. Oh, das ist so nervig. Du hast gesagt, man kann rennen. Ja. Run. Aber auf Shift. Oh mein Gott, bitte nicht. Ja. Ich bin hier so mit dem Mikrofon ein bisschen. Genau da. Da musst du ihn hinterher rennen. Oh Gott. Oh ja, jetzt oh Gott. Jetzt kannst du rennen. Ah, okay. Na super. Oh Gott, warte doch einfach, fang ihn einfach ab, bleib einfach stehen. Ja. Wenn er zurückkommt, kommt er zurück. Billy. Was? Ich wollte Billy und nicht die Glock. Na okay. Gut, dann gebe ich es dir zurück. Danke. So, jetzt hast du die Nummer, jetzt sollst du den Typen anrufen. Mhm. Kann ich in mein Inventar schauen? Nee, ich besitze es. Drück mal auf. Besitze es einfach. Ja, geh mal zum Telefon. Zurück zum Telefon. Glaube ich, ja. Du sollst ihn ja anrufen, ja. Den Typen. Ich glaube, dann haben wir das Problem, dass wir dann die Tür öffnen, weil wir denken, er ist es, weißt? Oh. Das glaub, kann das gut möglich sein. So. Achso, wir müssen aber tatsächlich erstmal. Nummer ist 555. Aber seine Nummer, oder? Ja. Aber die 91 24. Hallo? Wieso kennst du seine Nummer? Er hat mir doch seine Nummer gegeben. Er hat mir doch seine Nummer gegeben. Hey Jack, es ist Sarah von der Mall. Vielleicht ist er der Psycho. Nein. Doch, weil die hat ihn doch erst in der Mall getroffen. Der Typ ist ja schon länger weg. Hä? Der Typ ist ja schon länger ausgebrochener Psychopath und wir haben den ja erst gestern, vorgestern getroffen. Vielleicht ist der das ja. Meinst du? Ich weiß es nicht. Oh, hey, Sarah. Oh nein, das wäre jetzt aber schon schlimm. Machst du irgendwas Lustiges heute Nacht? Die will ihn einfach einladen, diese Dumme. Und bist du zufällig ein Psychopath? Ich würde trotzdem, wenn ich eine Babysitterin hätte, die würde dann einfach in meinen Wänden mit irgendeinem Typen Snusno machen. Das macht man einfach nicht. Nee. Drinking, smashing mailboxes and typing cows. Er macht halt nichts. Cool. Oh, cool. Möchtest du vorbeikommen für Snusno? Hey, ich habe noch ein bisschen was von Likör. Ich habe keinen Likör mehr. Und ganz zufällig haben wir einen Schrank hier stimmt, mit. Stimmt, sagt sie jetzt bestimmt. Ne? Mit ganz schön viel. Ja, tolle Flüssigkeit. Ah, we can hang out if you have some. Also, wenn wir können aber nur dann abhängen, wenn du ein bisschen was hast. Film gucken. Geil. Ich kann so ungefähr um 11:30 bei dir sein. Oh Gott, das ist die perfekte Snooze-Time. Nein. Also sie sagt, ich kann was besorgen, ja. Ich komme um 11:30. Die lädt ihn wirklich jetzt ein? Ja. Snooze-Time. Oh Gott. Schön. Toll, Sarah. Ganz sicher. Toll. Sicher. Tschüss. Ganz toll. Sure. Irgendeinen Typen, den man mal kurz aus der Mall getroffen hat. Super. Jack. Ein Jack? Girl. So, und was tun wir jetzt? Besorgen wir jetzt den Alkohol? Ich glaube, das müssen wir zum Kind und den Cerealien geben. Sprich mal mit dem Kind vorm Fernseher. Ah nee, du musst jetzt ja die Freundin anrufen. Die wollte doch wissen, was stimmt. Sache ist. Stimmt. Und da hast du bestimmt auch die Nummer. Oder der Chat, hat, der die Chat Nummer. Hat die Nummer. Also 555. Los geht's. 8345. Genau. 8345. Jill, hallo? Hi Jill, ich bin Sarah. Michelle Jeller. Warte. Nein, deine Freundin Sarah. Oh, hey. What you doing? Was machst du? What you doing? Would you stop calling me all the time, bitch? Wirst du auf, mich anzurufen, du dumme Kuh? Wir sollten sie doch anrufen. Was stimmt denn da nicht? Das ist eine ganz andere Jill plötzlich. Community hat uns getrollt. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Okay. Ich glaube, sie hat aufgelegt. Aber sie wollte doch wissen, wie es war. Natürlich, wir sie haben. Wollte einen Rückruf. Was ist mit der los? Wir haben ganz viele Zeugen. War unsympathisch. Also ganz komisch. Soll ich sie jetzt nochmal anrufen? Nee. Okay. Okay, dann jetzt, zum kind. Jungen. Ich glaube, der muss was zu essen. Zu Billy. Muss den mal, glaube ich, der hat ja genug gefernseht. Gefernseht. Billy! Aha, ja, frag den mal. Hey, Billy, haben deine Eltern Alkohol? Also, wir wissen es ja schon, aber trotzdem. Ja, aber du kannst es nicht öffnen ohne Schlüssel. Genau, und jetzt sag uns, wo der Schlüssel ist. Also, wo ist der Schlüssel?
gebe ihn dir nur, wenn du mir etwas kochst. Ja, ich koche dir jetzt super Cornflakes. Okay. Kleiner Bastard, das denke ich mir aber nur. Ich muss Billy loswerden. Ey, also diese Sarah, die ist schon so eine Schlawinerin. Unglaublich. Okay, dann gehen wir in die Küche. Ich habe Hunger. Okay, wir müssen in die Küche. Gut. Go up straight to the kitchen, für was kochen und dann einfach Cerealien mit Milch. So. Hä? Kitchen. Halt, stopp. Up in the kitchen. Yes. Gut. Ja, du bist nicht hungrig, das ist okay, aber Billy. Lots of dishes. Wir haben ja die Milch schon. Guck mal, ob du die Milch schon hast. Ja, ich habe ja die Milch und ich habe doch auch die Cerealien. Cornflakes. Guck mal, ob du nochmal was holen musst. Nope. Nee. Ach so, warte, du hast doch gesagt, ich muss das auf dem Tisch präsentieren. Ah, ich weiß es nicht. Ja, doch, doch. Wir machen das jetzt auf the Diner Table. Auf den Esstisch. The Dining Table. Warum macht sie die Tür so komisch auf? Ja, das... Geht's jetzt in den Keller? Nein, ich weiß nicht, was das für eine Tür ist. Der Keller! Sicher? Ich sehe nichts mehr. Oh mein Gott. Mach mal kurz diese Kamera. Die ist irgendwie beruhigend. Hey, wo bist du denn jetzt? Ich bin im Arbeitszimmer. Oh, ein Tresor. Oh. Treasure. Schön. Store your item. Ja, was habe ich denn da? Nichts. Gut. Achso, hier. Ach, guck, da ist Jacks Nummer. Ah, okay. Und die Cerealien hast du ja. Yes. Musst du damit irgendwas machen? Drück mal drauf. Equipped. Muss die auf E equippen, oder? Mal irgendwie auf die Cerealien. Milk. Wo sind die Cerealien? Ja. Drück mal E auf dieses Ding oder Leertaste. Nope. Geh nochmal zum Kind, weil du musst es denen auf jeden Fall geben. Aber meinst du nicht, dass da... Oh, ein Video. Sehr schön. Ja, schau. Klar, mal. Natürlich. Aber du kannst es dir gleich nicht anschauen. Eine Videokassette, meinte ich. Ja, also hier vielleicht? Aha, ja. Nee. Sollen wir also hier? Raum. Ist schön. Könnte hier sein, ist Nussnuffilm oder was? Oh, wir können hier speichern. Speichern ist immer schön. Oh ja, schön. Sehr gut. Super. Sieht aber nicht sehr vielversprechend aus. Ja, jetzt enter. So. Das war's. Und wenn ich jetzt ESC drücke, dann komme ich auch ins Inventar. Wundervoll. So, Milk, Juice. Combine. Kombinieren. Yes. Oh. Dann kann ich es usen, dann kann ich es equippen. Sind da jetzt eigentlich Erdbeeren drin? Ja, sieht auf jeden Fall geil aus. Ja, wo kommen plötzlich die Erdbeeren her? Okay, Leute, let's go. Let's go. Und es geht wieder los. Noch eine Runde. Okay. So, im Guten. Fast wieder leer. Wenn es bei mir jetzt wieder nicht geht. Ach. So, hier, friss! Genau. Cerealien nachts? Also, ich bitte dich, du bist ein Kind, da muss man sich doch freuen. Gib mir den Schlüssel, bitte. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt können wir wieder hoch, genau. Ist eigentlich schlimm, wenn ich das Mikrofon so berühre? Ja, oder? Gut. Let's go upstairs, my friend. Let's go. Wo konnten wir nochmal rennen? Ah, okay, Schiff. Oh Gott. Okay. Aber rennen ist extrem. Wir joggen jetzt zum Alkohol. Yeah, yeah, yeah. Los geht's. Alkohol. Let's go. Oh nee, das ist Billys Zimmer. Bette Drama. Okay. Was grab hier? Die Nein. Alkohol. Nope. War der da? Nee, war der ich glaube, da, ne? Da, ne, irgendwo. Ja. Oder hier? Ich weiß es. Mir macht es Angst, dass dieses Haus einfach... Nee, da war es Bad. Dass dieses Haus einfach so unfassbar groß ist. Ich kann mir... ich bin so schlecht hier, das mir zu merken. Da war es, glaube ich, oder? Nee, das war das Zimmer von den Eltern, aber es nicht. Warte, der Raum gegen... Nee, da kommst du wieder zum Kinderzimmer. Wir lassen das mal auf. Genau, du musst wieder zurück und dann den Raum nebendran. Da. This one? Da war es. Da links. Mhm, sehr gut. Yes.
Die Flasche ist halt auch schon so auffällig, so nimm mich. So, open. The open cabinet. The door. Ja. Yes. Take it. Ja. Yes. Also ich möchte nicht, dass Jack kommt. Vor allem fällt doch voll auf, dass dieses große Ding da jetzt weg ist. Ja, die große Flasche. Ja. Jetzt kannst du, glaube ich, runtergehen. Gut. Und musst du den jetzt anrufen? Nee, ich glaube, du gehst jetzt einfach mal runter. Ich weiß gar nicht, was wir vereinbart haben. Wahrscheinlich klingelt der gleich. Dann ist das aber vielleicht dann weißt gar du nicht, ob du aufmachen sollst. Oh, ich will nicht aufmachen. Weil du nicht weißt, ob es der Psychopath ist. Ach Gott, ey. Ossi, echt, das wird nix, gell? Das sage ich dir jetzt schon. Wir joggen in den Tod. So, ich muss jetzt auch irgendwie dich auf die Couch quetschen, oder? Was für ein Geräusch gewesen? Das war der Fernseher. Oh, oh mein. Oh. Ah, was hast du mit der Schüssel gemacht? Schüsseln. Was ist mit dem Kind passiert? Billy, geht's dir gut? Billy ist eingeschlafen. Ach so, und deswegen passiert das mit der Schüssel. Alles klar, Billy. Ich springe jetzt ins Bett, okay. Na gut. Sehr gut, ist das Kind los. Der liegt da halt auch einfach wie so gestorben, anstatt den mal zuzudecken oder so. Richtig. Komm, das machen wir jetzt, ganz liebevoll. Schau dir mal an, der dann die Augen offen. Ey, das sieht aus wie ein 35-jähriger Körper eines Kindes. Oh mein Gott. Oh Gott. Hey, shit. Okay, gruselig. Jetzt alles kannst, glaube ich, den... Soll ich denn jetzt irgendwie... Ich muss doch dem... Ich glaube, jetzt müssen wir richtig zuhören, ne? Weil dem... Oh nein, es klingelt. Mach mal den Fernseher erst aus, weil der ist zu laut. Wir werden wegen dem ganz viel nicht hören, wenn es geht. Geht falsch? Doch, schön. Check, wir wollen die eh nicht aufmachen. Ja. Ja. Ja, mach den mal aus, wenn es geht, weil... Fuck, geht nicht. Okay, dann ist es Absicht. Na gut. Okay, musst du aufmachen. Oh Gott. Gut. Möchte das nicht. Ist überhaupt 11 Uhr? Können wir nicht auf die Uhr gucken, ob überhaupt schon 11.30 Uhr ist? Dann war die jemand klingelt. Oh. No. Nein. Nope. Wir haben ihn nur spitz gemacht, wir machen aber nicht auf. Der Alkohol ist nur für uns, als ob wir das teilen, hey. Was? Gibt's hier irgendwo eine Uhr? Ich hätte gerne eine Uhr. Da gab es doch diese Uhr im Flur. Ich will wissen, ob die Uhrzeit sagt. Die weißt? Uhr im Flur, du bist so schlau. Deswegen, da die, genau da. Vielleicht sagt die, wie viel Uhr es ist. Es ist halt schon 12, der Typ hat uns verarscht. Naja, es sind nur 10 Minuten. Was sagt sie dazu? Das ist eine halbe Stunde. Achso, haben die nicht 11.50 Uhr ausgemacht? Nein. Nee. Ah, okay, sie geht wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut. Okay. Na gut. Wir müssen es tun. Okay. Bist du bereit? Ja. Unlock. Ja. Können wir da steht niemand. Ich habe gerade einfach zugemacht. Echt? Warst du das? Ja, das war ich. Mach nochmal auf. Oh. OMG. Also spätestens jetzt würde ich an der Stelle vom Typ sagen, die Frau hat sie nicht mehr alle. Geh. Drück leer. Okay, geh. Oh, da wird nichts passieren. Komm, geh. Ich will reinsliden, warte. Gut. Boah, die geht auch noch vor die Haustür. Da ist niemand. Schön. Also, ich würde sagen, raus. Der Alkohol gehört uns. Sarah! Oh, da hat uns erschreckt, der Sack. So. Du bist ein Arsch. Sehr lustig, Jack. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, komm schon. Line up, komm schon, sei ein bisschen happier. Es ist Freitag, na! It's Friday. Friday. Dude. Oh Gott, ihr Gesicht und sein sieht aus, als hätte ein fremdes Gesicht sich drauf gemacht. Oh mein Gott.
Ey, das ist aber auch was, wo du sagst, bitte paart euch nicht, oder? So ihre Augen beide so nach links und er hat einfach ein fremdes Gesicht mit der von Freitag der 13. drauf. So, was sollen wir jetzt tun? Ich habe immer noch meine Taschenlampe an. Oh, ich kann sie auch machen. Oh. Party! Hol den Eier hoch! Oh Mann, ey. Gut. So, what do you want to do? Mach lieber an. Was möchtest du machen? Wieso? Der Jack ist doch da. Wenn du, ja, aber trotzdem, ich würde sie anmachen. Okay. Dann fummelt er nicht. Was? Auch meine Taschenlampe an, wenn ich Männer denke. Erst wenn ich fummeln will, mache ich die aus. Gut. Snooze nur, genau. Ah, ich muss mich ganz kurz anders positionieren. Okay. Gut. Also, was sollen wir machen? Naja, ich denke, wir könnten, du weißt schon. Oh, Sarah. Hey, cool. Es ist die Nacht neben den Toten. Ich hoffe, du magst den Film. Ich hole uns mal Bier. Wir haben doch ein Likör. Ja. Okay, ab in die Küche. Wieso nicht gleich das gute Zeugs? Die Milch hat einfach nicht aufgeräumt. Kann ich es jetzt einfach ausmachen im Fernseher? Nee, du musst in die Küche. Bier holen. Bier. War ja im Kühlschrank. Oh Gott, was passiert? Oh, was war das? Geschirr? Wo kam das her? Aus der Küche? Nee, aus der Tür daneben. Der, ach, da draußen, aus der Tür. Aus welcher Tür da draußen? Da? Oder? Nein. Ich habe jemanden draußen gehört, ich sag's besser Jack online. Oh. Okay. Guck mal, ob du Bier holen kannst trotzdem. Dass der Weg nicht umsonst war, oder? Da ist doch Bier! Okay, kannst Take du nicht it. Nehmen. Nope. Also nein, das ist halt so ein schrecklicher Film, da kriegst du auch gar keine Lust auf Snoo-Snoo. Ja, hast du eher Bock, dich zu streiten. Der Kühlschrank ist halt auch echt gut bestückt. Ich komm echt nicht. We have a problem, Jack. Sieht einfach so aus, als jemand schlecht gefotoshoppt. Sie hat komplett andere Gesichtstextur und Farbe als der Rest. Das ist so lustig. Einfach drauf gebatscht. Schon gut gemacht. Die Couch bewegt sich mit, ey. Das ist so funny, ey. Okay, los geht's. Ich habe Geräusche im Garten gehört. Boah, was der und? Geh jetzt das auschecken. Das ist eigentlich so der Standardsatz, wenn du willst, dass dein Partner sich umbringt. Was ist, wenn jemand mal draußen ist? Dann schlag ihn. Aber ich will den Film schauen. Ach Gott, was bist denn du für einer? Kannst wieder nach Hause gehen. Okay, geh jetzt. Schau nach, jetzt. Los geht's. Na gut. Halt. Willst du mitgehen? Ja. Ja, geh mit. Na klar. Der Arme, ey. Klar. Aber jeder, der den sieht, rennt eh freiwillig weg. Check. Wenn ein Typ kommt mit so einem replantierten Gesicht. Check. Das ist überhaupt nicht sein. Sieht aus, als hätte er eine Gesichtsreplantation gehabt. Check, hast du den Kühlschrank offen gelassen? Das Gesicht wird vom Körper abgestoßen. So sieht es aus. So. Ja. Sag ihm, er soll gehen. Check. Los geht's. Jack, ich liebe dich. Jack, komm zurück. Jack, komm zurück. Ey, das ist so groß. Sie ist einfach, dass er der komplette Körper verdreht. Das ist einfach so cool. Ich glaube, okay. Wir können uns jetzt alle von Jack verabschieden. Okay. So. Better get Jack. Ja, der ist hinter dir. Los geht's, Jack. Get ready. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll. Jetzt geh schon. Check die Lage. Ich will aber nicht. Bitte. Okay. Ab in den Tod. So, jetzt schließen wir schnell ab. Ich warte auf Jack, bis er zurückkommt. Ist das ihr Ernst? Ich kann doch einfach die Tür auch mit aufmachen. Ja, lieber zu zweit, ey. Vergesst doch ein Billy, ist egal. Ich warte auf Jack. Na gut. Jetzt hole ich mir halt Bier, oder? Ja, jetzt pass auf dich. Los geht's. Dann halt nett. Dann halt nett. Hat einfach zwei Haarschichten. Ja, Leute, Jack, der hat es halt vielschichtig. Das ist schon komisch, oder? Ja. Ja, dann müssen mal wir zurück. Jetzt, ja, glaub, irgendwas tun. In deinem Zimmer chillen. Oder du kannst die Mutter anrufen und sagen.
Okay. Shit. Scheiße. Shit, ja. Oh, das Licht ist ausgegangen. Oh nein. Was ist mit dem Licht passiert? Oh Gott. Oh, oh. Lauf ich zurück? Wäre logisch, oder? Ich glaube, ja. Hm. OMG. And you tried your best, but you don't succeed. Ach Gott. Ich hätte gerne noch einen VHS-Dings. Mhm. I guess I have no choice. Muss jetzt raus? Ja. Nein, echt? Open the door. Was? Veronica. Willst du sterben? Open the door. Willst du sterben? Nope. Echt? Nein, kriegen wir noch mal eine Kassette? Können wir einfach noch mal speichern? Ich glaube, du kannst gucken, ob du noch eine findest. Ich glaube, es gibt noch irgendeine Kassette. Nope. Das wäre vielleicht ganz gut, bevor wir jetzt irgendwo reingehen. Ich würde auch sagen, wir speichern noch mal, wenn das irgendwie geht. Ja, wo gibt es noch eine Kassette? Guck noch mal. Oben irgendwo, wir haben bestimmt irgendwo eine übersehen. Ich glaube, jetzt passiert noch nichts. Ich glaube, wenn du die Tür aufmachst, dann geht der Rampage los. Ja. Okay. Aber lass noch mal schnell eine Kassette. Ach, Champs-Élysées. Also anrufen können wir auch keinen mehr. Gut. Hat jemand geahnt? Nein. War der im Kind? Genau, gucken wir mal da lang. Wir gucken mal, aber im Kind, glaube ich, trotzdem mal ja, alles ja. Haben wir nämlich Schiss, Leute. Ja, okay. Ich glaube, die Verblendung braucht man nicht mehr machen. Können wir Billy wecken? Nee. Nein. Ich glaube nicht. Billy, du gehst jetzt als nächstes raus. Vielleicht in den. Oder mal in den Schrank daneben irgendwo. Was meinst du? Da ist ja auch noch ein Kleiderschrank, ob du da irgendwas sagt. Dass es nichts Interessantes hier gibt. Versteck dich lieber. Oder vielleicht hier in den Schränken links, rechts, dass man da mal guckt. Okay. Kannst du den nicht öffnen? Vielleicht hier bei den Eltern nochmal. Oder haben wir schon die Flashlight gefunden? Ich war schon so versteckt, ich liebe. Ich glaube, hier ist nichts. Okay. Und da. Jetzt hier noch was. Es hat gerade geknarrt. Ja. Guck mal hinter dich, da könnte irgendwo was sein. Da musst du mal, glaube ich, hingehen. Und da ist nämlich noch so ein, genau. Ah, da. Guck mal, ob da irgendwas ist. Ist der drin? Ich weiß es nicht. Nein, oder? Ach was. Nein, wir müssen erst raus zu Jack. Ich glaube auch. Ah! Ja! So, dann direkt runter speichern und dann öffnen wir die Door. War das unten? Ja, das war unten. Oder? Ich glaube schon. Nee. Der war unten, ja. Das Büro, ne? Ja. Ich glaube, erst ab dem Moment, wo wir runtergehen. Es gibt da noch irgendwo einen dritten, glaube ich, aber das ist jetzt wurscht. Hauptsache, wir haben mal eine gefunden. Das ist ja schon sehr gut. Dann können wir nämlich ein bisschen, keine Ahnung, verrecken. Wir speichern auch mal auf einen anderen als auf den von vorhin. Dann können wir nämlich immer noch sagen, okay, wir spielen trotzdem noch weiter und wenden die Kassette erst später, wenn es später erst heikel wird. Okay. Ich finde den Weg nicht mehr. Der war weiter zurück. Nee, nochmal durchs Wohnzimmer. Dadurch. Genau. Dadurch. Dann weiter. Da die Tür da hinten. Oh, das knarrt. Die Tür da hinten war's. Da? Nee, da den Flur lang, genau. Weiter. Da ist eine Tür. Ja. Was? Dann nee, die war's. Hey, da waren wir noch gar nicht drin. Nein. Geh mal, vielleicht findest du noch ein weiteres VHS-Band. Das ging vorhin nicht auf. Echt? Ja. Oh, oh. Oh. Was ist das? Kannst du da rausgucken? Meinst du da? Nee, nee, die da, wenn du leer hast, drückst. Seit wann knarrt das hier? Okay. Schalt ein altes Haus, ne? Gut. Ja. Schön. Ich glaube, hier ist auch kein VHS-Kassette. Okay, dann gehen wir den Flur runter. Genau, da lang, ja. Runter zu uns. In der Kitchen. Ah! Da war's, ja. Yes. Bam, wie sie die Tür mal öffnet. Okay, dann gehen wir zum Speakerpoint. Genau. Hier. Mhm. Leertaste drücken, yes. So, jetzt ganz langsam. Dann gehst du auf Empty. Drückst einfach mal
Oh, dann machst du so, yes. Ja, und dann drückst du einmal ESC. Nochmal und dann geht's wieder. Gut. Yes. Okay, dann lass uns rausgehen. Let's get ready. Seid ihr bereit, lusches Volk? Ich glaube, jetzt wird's gleich. Ab jetzt werden wir, glaube ich, richtig gehuntet. Okay. Ab jetzt ist die Kacke am Dampfen. Oder er ist tot. Irgendwas ist. Ach so, es war doch in der Küche, auch mein Gott. Ja. Bäh. Und das Kind ist natürlich available für uns. Das Kind schläft ganz in Ruhe. Bestes Leben. So, keine andere Wahl. Open the door. Schön. Man sieht halt nichts. Ich glaube, gucken bringt halt echt nichts. Hat halt gedacht, vielleicht kommt dann so ein Jumpscare. Gut. Oh Gott, ich würde da niemals rausgehen, wenn einer so geschrien hat. Boah, Vielleicht. das, boah, nimm das mit. Nimm die mit. Ja? Ja. Glaubst du, das geht? Ja. Geil, ja. Nimm sie mit. Geil. Ach, Ja. oh, super. Mach das die ganze Zeit jetzt. Oh, ist aber nicht gut, ne? Du weißt es jetzt. Gleich was kommt, ne? Das ist schön. Okay. Glaube, du musst hinter das Haus gehen. Weiß nicht, wo ich bin. Auch nicht. Oh Gott, Mann. Ich sehe komische Dinge. Da kommst du her, genau. Lauf mal da geradeaus runter. Ich glaube, da musst du hin. Dahin? Ja, da runter zum Haus. Also, wenn du zurückgehst. Also nicht da lang. Nee, oder? Oder doch? Da rein? Oh. Let's go. Komm her, ich habe eine Axt, Alter. Garage. Ich habe eine Axt. Stellen wir mal schön das Auto und so einen Fluchtwagen. Ich wollte doch nur saufen und Spaß haben. Oh. Witzig. Das wird teuer. Ich glaube, du kriegst heute kein Geld fürs Babysitten. Guck mal da im Schrank, da ist bestimmt irgendwas drin hier, oder? Nee, okay. Ein leeres Regal. Gut. Aber was sagt sie zum Auto? Gas Gas. ab, also Gas ab, yes. Oh, wir Oh, müssen ich. schon fliehen damit, Oh oder? Gott, ich brauche Gasolina. Oh Gott. It's out of gas. Ja, kannst hier, glaube ich, wieder raus. Aber wir wissen schon mal, wo es aus. Ich glaube, wir können so abhauen. Och. Tatsächlich. Da ist die Tür. Mein Gott. Diese Lenkung macht mich schon ein bisschen kaputt. Und dann mal zu uns da lang weiter vielleicht in die Richtung. Da. Geht's da nicht hinten rein? Da. Da? Oh. Ist da was? Nee, Nope. okay. Dann nochmal ums Haus rum. Und ist da wer? Hoffe nicht. Komm mal zu uns. Dann lauf mal weiter. Wo Ich glaube, ist du er musst dahinter das denn? Haus gehen am Anfang, wenn du zurückgehst. Oh. Oh. Oder da, ja. Das sieht doch schon so richtig scheiße aus. Schade. Habt ihr es schon so gemacht, dass du so nichts siehst? Hey, ich würde es niemals. Ja, Oh mein mein Gott! Billy ist tot! Aber was ist da jetzt gewesen? Mich hat einfach nur das Geräusch erschreckt. Oh Okay. mein Gott! Geh mal hin. Was? Wohin? Oh. Oh, jetzt ist er da und hol dich. Was? Dein Ernst jetzt? Ja, Ich ja. weiß nicht, was ich tun Er soll. kommt zu dir! Ich verteidige dich! Verteidige dich! Vor allem, dass du seine Sicht auch gesehen hast. Ich komme darauf gerade gar nicht klar. Also, die Axt ist nicht so gut. Das musst du ganz schnell machen. Du musst die Tür ganz, ganz schnell drücken und spammen. Also sofort den Screwdriver von ihm holen und die Tür bomben. Dann sind wir dead. Okay, An also Daddy's alles Seite. ganz, ganz schnell. Ganz schnell. Ganz wie Kein Druck. Speedy. Und währenddessen nicht sterben. Ja. Gut. Aber sag mir jetzt mal, wo er ist. Geradeaus Da, einfach. ne? Ja. Nein. Da hängt er, genau. Du musst einfach da, da siehst du die Da? Beine. Genau, Ja. da musst du hin, sofort Screwdriver und sofort zurück zum Haus und dann die Tür einschlagen.
okay. So, jetzt rennen wir raus. Ja. Und so, sofort zurück zur Tür, ganz schnell. Renn. Oh mein Gott. Spam die Tür auf. Ich hänge. Spam. Jetzt drück Attention. Ja. Schneller. Ja, leck mich doch am Arsch. Billy, möchtest du... aufgeweckt. Richtig erbärmlich. Vor allem, wer schlägt denn schon so eine Tür auf? Also mein Herzchen klopft ein bisschen schneller. Hast du gut gemacht. Okay. Warum hast du mich aufgeweckt, sagt Billy. Können wir wieder speichern? Schnell, ne? Und er hat den Mörder halt eigentlich voll gesehen. Kann ich einfach auf ihn einschlagen? Okay. So, warum hast du mich geweckt? Ich wollte nicht alleine trinken, Billy. Genau, ich wollte dich involvieren. Okay. Billy, I need you to run and fight. Ich musste dich darum bitten, zu rennen und einen Ort zum Verstecken zu finden. Renn und versteck dich, Billy. Warum? Weil hier ein Psychopath ist. Oh nein. Warum? Just do it. Okay. Okay, du kannst dich doch daran erinnern, wir haben einen Screwdriver. Ja. Dann war doch oben was zum Öffnen bei der Tür, bei der Treppe oben, weißt du es noch? Hm? Treppe oben. Da gibt's eine. Da war doch was, wo wir so einen Schacht öffnen wollten. Remember? Kommt der eigentlich jetzt hier rein? Ich glaube, das wird wieder angehen. Okay. Und wir können nicht nochmal speichern. Nee, wir müssen noch eine Kassette finden. Aber gut. So ist es halt. Ja, so. Leck mich doch am Arsch! Ach, Scheiße! Okay, das wusste ich tatsächlich nicht, dass der hier die ganze Zeit rumgeiert. I'm so sorry! Ja, da hätten wir vielleicht doch einfach nochmal anders speichern sollen. Das sind so diese gleichen Jumpscares wie damals bei Chainsaw. Wie hieß es nochmal? Dieses Drill-Massaker, oder was meinst du? Genau das. Ah, ich zitter ein bisschen. Wupp. Gut. Schön. War echt schön. Ich glaube, so langsam wird's. Oh. Komm, lauf, mach die Tür auf! Ah, verdammt. Da oben ist irgendwo, lauf. Lauf, renn. Da ist an der Wand, da hinten, an der Ecke, da, das musst du öffnen. Ja, öffne, drück weiter, es ist egal, drück Leertaste. Ja, du willst rein, ja, oh mein Gott. Oh Gott. Bin ich hier jetzt mal kurz safe, um durchzuatmen? Oh mein Gott. Ich glaube, du bist da mal kurz safe. Oh Gott. Genau, ich glaube, du bist da mal. Wir machen jetzt kurz irgendwie so ein Dance. Yeah. Aber du bist verwundet, ist nicht gut. Scheiße. Aber siehst du musst einfach rennen, weil der rennt ja nicht. Der läuft ja ganz langsam. Mhm. Und ich darf ihn halt natürlich nicht in die Arme rennen. Ja. Super. Okay. Was, es gibt ein Medikit? Ehrlich? Das haben wir, glaube ich, aber nicht. Nee. Cool. Gut, Waschmaschine. Ja, da gehen wir hin. Ja. Wir können ja einfach unsere Kleidung waschen, dann geht's uns wieder gut. Ein Schlüssel. Toll. Bedroom. Ja. Kommt der denn auch jetzt hierher? Ich möchte nicht mehr. Gehen wir zur Waschmaschine. Ist da irgendwas drin? Wir gleich, wenn er mit uns fertig ist. Kannst du ja nichts machen? Ey, was ist das für ein Riesenkeller schon? Oh nein. Gut. Weißt du, und wir können ja jetzt auch nicht... Oh, ist das... Oh, eine Revolver. Oh, also die Munition. Yes. So, und jetzt brauche ich noch bitte den Revolver. Oh Gott im Himmel. Was machen wir da denn nur? Nee, ist wieder so eine alte Couch. Oh, eine widerliche Couch. Okay. Was ist das bitte schön hier? Verhörungsraum. Oh mein Gott, das hat mich gerade vor dem Stuhl erschrocken. Gut. Nice. Ich möchte bitte hier safe sein.
Ja, ich hoffe halt nicht, dass der kommt, weil wir kennen das hier noch gar nicht aus. Ja. Ach, da ist die Oh. Treppe hoch. Das ist da hinten. Aber das ist ja auch noch Gehen ein wir da Raum rein. hier. Habe ein bisschen Angst. Oh, guck mal, deine VHS-Kassette. Oh, da liegt eine VHS-Kassette auf der Couch. Ja, Oh aber das bringt Gott. uns jetzt nichts. Nein. Also. Hier vielleicht irgendwas zu speichern? Das war übel nett. Guck mal, ob hier irgendwie auch. Hier ist auf jeden Fall Gasolina, Ja, glaube guck mal, ich. ob hier. Oh, okay, gut. Nee, oder? Was ist das hier? Hallo? Nur I Bier. want this. Das ist Aber nur ein guck sonst mal, Werkzeug. ob. Cutters, Bowl ja. Cutters. Brr. Also. Okay. Ich sehe nichts. Da vielleicht rein, ist da was drin? Komm mal rein. Und den Schrank da neben dir. Da irgendwas? Stühle. Wir sind ja jetzt gerade in dem Keller, ne? Irgendwie über eine andere Art und Weise sind wir in den Keller gekommen, kann das sein? Möchte nicht. Ich möchte nicht. Und ich sehe natürlich wieder so viel. Ich glaube, da kann man jetzt raus. Ach, ich habe echt keine Lust, dass der jetzt kommt, gell? Waren wir hier schon? Oh, Gehen wir mal da nach hinten. Was ja. ist da? Wieder Kann mir gerade irgendwie nicht vorstellen, dass der da jetzt kommt, weil du musst jetzt ja erstmal hoch. durchsuchen. Oh, ein Fernseher. Kannst du das speichern? Nee. Ach, Da fährt ein Scheiße. Rekorder hinter dir. Guck mal wirklich alles durch. Nicht, dass wir jetzt hier einen Speicherpunkt verpassen. Nee. Radio? Nee. Das würde ich jetzt vielleicht nicht anmachen. Mal da rein. Da Ah, da waren wir kamen schon. wir her, okay. Okay. Ach, das ist aber auch echt schlecht Pain. aufgebaut hier. Er It's hat a dieses pain. Haus gemacht. Okay, ich glaube, das war nicht. Jetzt die Frage, hast du unten alles angeschaut, bevor du hochgehst? Ich weiß es nicht. Guck nochmal, ob du unten wirklich alles durchsucht hast, dass wir noch mal runter müssen, weil es wäre voll ätzend. Ich glaube nicht, dass der hier kommt. Ich glaube, das war alles hier. Auch die ganzen Schränkchen, alles durch. Ja, ich glaube. Ja. Dann müssen wir jetzt hoch und wenn wir es schaffen, speichern? Ich weiß es nicht. So, und dieser Raum war dieses Büro. Super. Glaube, speichern wäre echt nice. Ja. Aber auf dem anderen, weil wir sind schon verletzt. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin. Nee. Gut. Also. Jumpen jetzt. Da, halt, stopp. Ah, nein. Nee, geradeaus die Tür runter. Geradeaus, runter. Ja. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Aber das Wichtige waren die Bedroom Keys, heißt, wir müssen nochmal hoch. Damit haben wir Glück und er nervt uns unten nicht. War ja nicht hier direkt der Speicher? Das könnte sein. Nee. Scheiße. Oh mein Gott, ey. So dämlich viel. So gemein, der hat einfach die Throat gekappt in der Sack. Oh mein Gott. Oh Mann. Scheiei. Mist. Okay. Genau, Also. jetzt hier runter die Treppe und dann direkt rechts und nicht rennen dann. Genau. Ich habe hier jetzt ganz entspannt die Treppen hoch und gehe ins Schlafzimmer. Ja, und das war ja dann Richtung zu uns, okay. Genau. Rennen. Ja, siehst du? Ich glaube, es liegt wirklich daran. Okay. Auch nicht rennen. Nicht Können wir die rennen. jetzt auch wieder Ganz entspannt. zumachen? Nee. Ich suche das mal in Ruhe hier. Ich versuch's. Okay. Knautscht. Ich würde mich gern verstecken. Ist das okay?
Oh, kurz Oh, zu machen. take the Danke. Oh ja, Rollenrolle. jetzt fühle ich mich aber sicher. Let's Hey. get ready to Ja. reveal. Ja, mach Okay. mal. Kannst du den ausrüsten? Ich überhaupt Ja. nicht. Oh, nice, du hast schon. Okay. Geil. Ja. Oh. Jetzt bist du dran, Alter. Gut. Geil. Gefällt mir. So, jetzt gefällt es mir. Muss halt nur noch treffen. Guck mal zu uns, du such mal den Raum weiter. Du hast bestimmt noch mehr. Da ist auch noch eine Tür. Bam, bam, bam in your face. Da ist auch noch eine Tür, I'm klar. ready. Da sind wir wieder draußen. Will ich da raus? Wo müssen wir hin? Ihn erschießen, oder? Ich weiß. Komm her. Ich bin bereit. Ich will es probieren. Oh! Der kam aus der Tür. Der hat mir den Kopf dachte, die kleine Muckerin mache ich jetzt fertig, ey. Schnetzel und tot war's. War einfach so zack. Ach ja, danke. Wir hätten vielleicht. Die Pistole Ach so! war gar nicht geladen. Oh, Okay. herrlich. Gut. Ja. Okay. Möchtest du vielleicht? Nein. Okay. Hier rein. Genau, da rein. Da rein. Nicht rein. Nicht rein. Falsch gegangen. Ist schlimm. Wieder raus. Woraus hier vielleicht? Ja. Wohin will ich eigentlich? Genau da rein, gegenüber. Ich will zur Küche, ne? Ja, Oh, die blöden genau, Cornflakes, Alter. gegenüber, gegenüber, geradeaus. Rein Nein. das Bad, geradeaus. Mama. Da rein. Mama. Dann geradeaus. Mama. Genau hier raus. Mama. Und Mama. dann. Auf jeden Fall nicht rennen, sagst du, ja? Auch Ja, wenn nur ich wenn er das. kommt, dann rennst du. Und Okay. dann zur Scheune. Scheune war, wenn du geradeaus läufst. Ja. Da, wo ich es auch gesehen habe. Einfach nur geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und dann kommt irgendwann diese blöde Scheune. Bin ich noch Ja, richtig? da. Irgendwo. Warte, weiter, weiter, weiter. Sehe nichts mehr. Ja, ich sehe nichts mehr. Weiter. Genau hier drum. Hab Da war noch Angst. die Tür. Genau, lauf dahin. Was ist da lang? Da lang, da lang, da lang. Ah, da genau, das ist die Garage. Okay. Nochmal zurück zu uns. Okay. Weil da musst du noch nicht rein. Zurück. Ich hoffe echt, dass der uns hier draußen mal wenigstens wohl lässt. Ich habe die doch vorhin gefunden. Oh Wär, ah, nein. genau, du musst mehr zu uns hier. Genau, lauf da lang. Da lang. Da, wo du ihn gefunden hast. Geradeaus, geradeaus. Nee, du biegst schon wieder ab. Du musst da geradeaus lang. Daran, genau. Weiter, weiter, weiter. Und dann hier an ihm Okay, vorbei. oh na, gut. An ihm Ich dachte gerade, wir vorbei. kommen Weiter, nicht weiter, vorbei. Okay. weiter. Weiter. Da ist die Tür, hast du gesehen? Ja, irgendwo. Da. hat es gerade ein Geräusch gemacht. Das war draußen. Okay. Da, das musst du öffnen. Okay, also use hier, ne? Ja. Muss ich das so machen? This and use? Nee, du musst eigentlich mit der Tür sprechen. Du musst noch weiter hin. Ja, jetzt. It's padlocked, okay. Yes. It's padlocked. Okay. Okay, jetzt kannst du da rein. Das Gas. Musst richtig die Leertaste drücken. Da ist das Gas, da hinten. Ja. Yes, Gasolina. Und jetzt zur Garage. Weißt du noch, wo die ist? Nein. Gehst du raus zur Tür? Genau, da wieder zurück. Genau. Hier dann wieder zurück. Ich komme halt echt nicht mit diesem Da, genau, weiter, weiter, weiter. mit der Lenkung und mit den Räumen und so. Ich komme da echt nicht klar. Da ist es. Ist das die Ja. Garage? Dann schnell zum Auto. Füllen. Auto. Füllen. Und jetzt musst du ihn erschießen. Wie bitte? Ja. Renn von ihm weg und schieß ihm aus der Distanz und renn wieder von ihm weg und schieß aus der Distanz. Das ist ganz wichtig. Renn, 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 weg, renn, 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 renn. Nein, nein, nein. Erst wegrennen und dann schießen. Ja, renn, 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 renn. Ah, scheiße. Ja, das ist nämlich das Finale. Alter, sag das nicht. Das ist das It's Finale. the final countdown. Ja, das ist das Finale. Und so viel muss man machen, um das zu schaffen. Ja. Okay. Ja, wir haben das Ganze jetzt, glaube ich, 10, 15 Mal probiert, sogar, glaube ich, öfter. Also es ist unfassbar lang. Deswegen haben wir gesagt, wir schauen uns jetzt das No Commentary an, weil es ist nur noch dieser eine Gegner. Und dann haben wir das Ende und eine Beschreibung für das Originalvideo. Und let's go.
So würde das aussehen, wenn man es geschafft hätte. Ist halt auch einfach. Okay, so würde es aussehen. Okay. Hast du den Boogeyman getötet? Ja. Lass uns raus hier gehen. Ach, das war der Junge, der Kleine. Ja, das war Billy. Billy the Kid. Dankeschön, dass Sie thanks you to your thinking. Das geht, dem Kind geht's gut. Wir sind noch, sie sind noch am Leben. Ja, Jack, also er telefoniert gerade. Aber Jack, es tut mir leid um deinen Boyfriend und er raucht einfach so eine. Der Freund, der euch, ah, das war der Nicholas Blur, der euch angegriffen hat, der aus der Psychiatrie. Mhm. Er ist aus Lincoln State Sanatorium, ist er heute Nacht noch ausgebrochen. Ich wollte dich nicht alarmieren, aber was ist das? Okay, als die Leute erreichen sind, ist der okay, but I killed him. He was dead. I assure you, Organa, this is going on investigation. In the meantime, I'm going to have somebody take you. Ah, der Freund war weg. You'll be safe there. Der Freund war weg, als sie ihn na, kennen, nee, der ja. Ding. Der, ach, der Körper der von Nokia-Man, ja. Ah, okay. Das ist halt wirklich Nokia-Man. Der Nokia-Man. Babysitter Bloodbath, Leute. Ach, Gott. Das war's von diesem Video. Also, der Killer war weg. Aber was ein Pain. Wie Power Drill Massacre. Ich verlinke euch mal das Video auch in der Beschreibung. Das habe ich damals auch mit Ruby gespielt. Empfehlt mir nie wieder solche Games. Lasst aber bitte dafür ganz viel Daumen nach oben da. Wir haben das jetzt, glaube ich, 3 Stunden gespielt, obwohl es nur eine halbe Stunde geht. Und lasst mich einfach in Ruhe raus. Das Labo da.